Sehr geehrte Patienten, ich möchte Ihnen hier gerne einen Arthroskopieturm der neuesten Generation vorstellen. Mit diesen technischen Geräten führen wir, falls notwendig, bei Ihnen operative Eingriffe durch. Sie sehen hier ein sogenanntes Arthroskop, das heißt, das ist eine Kamera, die uns ein Bild auf den großen Bildschirm später bringt. Mit diesen dünnen Rohren, im Durchschnitt 4 bis 5 mm dick, können wir über kleine Schnitte in Ihr Gelenk hineingehen und Ihre krankhaften Strukturen darstellen und über diese kleinen Schnitte dann den notwendigen Eingriff durchführen. Auf der einen Seite haben wir oben einen sogenannten 4K-Bildschirm mit einer 4K-Kamera und ich tue jetzt einmal die Kamera hier in ein Kunststoffgelenk einführen. Dann sehen Sie, mit welcher Präzision wir auf der einen Seite den Oberarmkopf als auch die Pfanne darstellen können, wie wir Muskeln und Sehnenansätze darstellen können. Das sind alles Dinge, wo wir früher ganz große Schnitte machen mussten und viele gesunde Strukturen zuerst frei präparieren mussten, um in der Tiefe zu den geschädigten Strukturen vorzudringen. Durch diese großen Vorteile ist es uns in der Medizin gelungen, Ihren Aufenthalt im Krankenhaus wesentlich kürzer zu gestalten als früher und auf der anderen Seite mit wesentlich weniger Beschwerden, wesentlich weniger Schmerzen und wesentlich geringerem Infektionsrisiko durchzuführen. Sollten Sie hier irgendwelche Fragen haben, stehe ich Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung.